König Charles mit dieser güldenen Tradition er bei der Krönung. Die Krönung von König Charles 74 verliert an Glanz, der Monarch und seine Frau Königin Camilla 75 werden laut Sunday Telegraph zu ihrer Krönung am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey nicht mit der goldenen Kutsche vorfahren. Wie es bei einem solch historischen Ereignis im britischen Königshaus bislang Tradition war. Demnach wird das Paar das Staatsgefährt erst auf der Rückfahrt nutzen, um sich standesgemäß von Royal Fans in den Straßen Londons bejubeln zu lassen. Die rund 7 Meter lange goldene Kutsche wurde 1760 von König Georg III. 1738 bis 1820 in Auftrag gegeben und wurde seit König Georg IV. 1762 bis 1830 im Jahr 1821 bei der Krönung aller Monarchen eingesetzt. Queen Elizabeth 96 verriet einst in der BBC-Dokumentation The Coronation anlässlich ihres 65. Krönungsjubiläums im Jahr 2017, die Fahrt in der goldenen Kutsche sei schrecklich gewesen. Sie habe praktisch nur auf Sprungfedern gesessen, die mit Leder überzogen waren. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ein Argument, das Charles überzeugt haben dürfte, zumindest die Anfahrt zu der ohnehin schon aufregenden Zeremonie etwas bequemer zu gestalten. Doch Traditionalisten müssen nicht befürchten, dass der Monarch auf ein gewöhnliches Fahrzeug umsteigen wird. Ein Auto scheint keine Option zu sein. Royal ExpertInnen gehen davon aus, dass der König in Gedenken an seinen Vater Prinz Philipp 99, der leidenschaftlicher Kutschenliebhaber war, in jedem Fall der royalen Gepflogenheit Rechnung tragen wird. Dem frisch gekrönten Königspaar stehen verschiedene Alternativen zur Verfügung, die ebenfalls Eindruck schinden sollten. Ihre Wahl könnte beispielsweise auf die irische Staatskutsche fallen, die schon oft für die Fahrt zur Eröffnung des Parlaments genutzt wurde. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Telegraph Co. UK, BBC Co. UK.